Hallo, heute sind wir im Lohpark. Garoe und Happy sind die zwei Namen von zwei Schimpansen, die sind hier geboren im Lohpark. Diese zwei Kleinen sind ganz wichtig, weil unsere Arte ist eine spezielle. Das ist die Artenverus von Schimpansen. Das ist etwas sehr Spezielles, die du kannst nicht in jeder Zoo sehen. Diese neue Generation wird sehr wichtig für alle Zoos, die wir arbeiten mit Schimpansen. Für Schimpansen Zucht ist wichtig, aber ist nicht einfach. Die müssen alles haben in diese Habitat. Und dann kannst du merken, dass die Tiere sind richtig gut. Das ist der perfekte Thermometer, die kann messen, wie glücklich sind diese Tiere. In den letzten Jahren sind viele hier geboren und die Gruppe wächst und die sind mehr stabil, die sind mehr gesund, die sind zufrieden. Im Lohpark haben die Schimpansen ein super schönes Habitat. In diesem Platz, die Familie wächst jeden Tag. Die lernen von den Eltern, die lernen zwischen jedem Tier. Das ist sehr interessant. Warum? Weil in den letzten Jahren verschiedene Jungen sind hier geboren. Die lernen immer etwas Neues. Das ist super interessant. Einigen Mal, die nehmen ein Stück von einem Blatt, von einer Palme, und die bauen etwas ähnlich wie ein Löffel. Wir verstecken ein bisschen Honig, ein bisschen Joghurt und die müssen das finden. Die Kleinen kennen noch nicht, wie alles geht, aber die gucken, die beobachten, was die Eltern machen. Das kannst du hier sehen, im Lohpark. Alle unsere Gäste, die kommen hier, können unsere Familie von Schimpansen kennenlernen. Wir haben einen Stammbaum, wo erklärt, wer ist der Vater. Der Nummer 1, der ist Churrero, ein starker Schimpansen. Er kontrolliert alles, was passiert. Du merkst es nicht. Er ist immer ruhig in einer Ecke, aber er kontrolliert alles. Er ist sehr wichtig, der Churrero. Identifizieren für unsere Gäste ist ganz interessant, weil dann kannst du verstehen, wie ist die Politiker von den Schimpansen. Weil die haben eine Politiker. Die arbeiten zusammen, einigen Mal sind nicht ganz Freunde, einigen Mal kämpfen. Das musst du beobachten, aber jeden Tag, weil jeden Tag passiert etwas Neues hier im Lohpark.
Schreibt jetzt eure Fragen in die Kommentare und wenn das Video gefallen hat, würde ich mich über ein Like sehr freuen. Wenn ihr kein neues Video mehr verpassen wollt, könnt ihr unseren Kanal kostenlos abonnieren.